EA. Dead Space. Und damit herzlich willkommen in der Horror-Ecke mit einem neuen Projekt, nämlich Dead Space von 2008. Ja, Dead Space ist damals komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich muss dazu sagen, durch das O ist das laut. Wartet mal. Aber ich muss dazu sagen, durch das Humble Bundle habe ich es jetzt wieder günstig bekommen, die ersten drei Teile. Und, ich muss mich mal kurz kratzen, deswegen, wenn man dazu sagen muss, ach komm, wir spielen mal auf Mittel, da Five Nights at Freddy's 3 jetzt vorbei ist und ich gerade kein Horrorspiel im Programm habe, habe ich mir gedacht, nimmst du das, vielleicht machen wir die komplette Reihe. Je nachdem, wie gut ich hier durchkomme. Ich muss natürlich dazu sagen, wie immer, ich bin absolut nicht gut in Ego-Shootern. Obwohl, das ist ja nicht ganz ein Ego-Shooter, aber Shooter an sich, Schauen wir mal. Auf jeden Fall, er lädt jetzt, glaube ich. Und jetzt kommt das Intro und ich halte die Klappe. Dead Space. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold. Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock-Probe... Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben in die Hölle! Fahren Sie die Schäde hoch! Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen! Corporal, das war ein Befehl! Das Wind ist zu stark! Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Sind wir nicht reingekracht? Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren.
Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Netter Helm. So, und da sind wir. Das auf unserem Rücken ist übrigens die Energieanzeige, was ich eigentlich gut gemacht finde. Ich habe keine Ahnung. Durch Helm bewegen Sie sich schneller. Shift rechts. Wie soll ich denn da rüberkommen? Kann ich auch Shift links nehmen? Ja, Shift links tut's auch. Gut, eh weiter. Oh. Medipack nehmen wir natürlich mit. Ja klar, die Grafik ist ein wenig angestaubt. Ich meine, das Spiel ist jetzt auch schon 7 Jahre alt. Boah, ist das schon so lange her? Aber es war damals relativ innovativ. Und EA hat, glaube ich, die Serie am Ende dann kaputt gemacht. Aber ich weiß es nicht genau. Sie haben die Verbindung zum Portbooster verloren. Sie haben den Portbooster verloren. Aber wie gesagt, im Dead Space Franchise bin ich jetzt nicht so drin. Und nicht wundern, dass hinter mir noch hell ist. Nein, ich spiele nicht nachts. Dazu. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Da komme ich nämlich auch gar nicht zu, denn ich muss morgens auch wieder arbeiten. Schalter benutzen. Ja, schön. Ja. Ich habe zwar nichts gemacht, aber Aufgabe erfüllt. Oh, da leuchtet was, da leuchtet was. Credits. Kann man immer gebrauchen. Und noch ein Medipack. Alles klar, das ist also auch wieder so ein Spiel, wo man jede Ecke mal erkunden sollte. Ich meine, ich muss ja dazu sagen, ich bin froh, dass ich es wenigstens hingekriegt habe, dass es konstant auf 60 FPS läuft. Musste man natürlich wieder... Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte. Ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele. Ich empfange keinerlei Signale. Ja, und nun? Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, leicht schneller hinter die blute ich hier. Wir bringen das Computerdisplay online. Schadensbericht, alles kaputt. Ah, mit M habe ich eine Karte. Ach, guck mal an. Tab ist verlassen und mit J habe ich Aufgaben. Ah. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Metzger? Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Hitzesystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Miep. Was war das? Ich bin mir nicht sicher. Was zum Teufel? Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Komm schon, ja! Alter! Renn, Isaac! Verschwinde da, Fleunig! Tu ich! Oh
Gut, dass der wieder verschwunden ist. Miep. Das ist ein Kopf. Es fängt ja gut an. Lebst du noch? Warte mal. Zielmodus, schießen und nachladen ist R. Gut. Jetzt sag mir nicht der Heck. Ja, gut. Alles klar. Das fängt ja wieder gut an. Naja, haben wir wenigstens schon mal. Hast du was gebracht? Ja. Habe ich dich etwa eingeklemmt? Tut mir gar nicht leid. Und bevor du dich hier verwandelst, kennen wir aus ein paar anderen Spielen. Miep. Also ja, wie man schon sieht, Dead Space ist ein Horrorspiel. Also was macht auch mal wieder Spaß im Gegensatz zu Five Nights at Freddy's? Miep, 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 miep. Wo seid ihr? Warte mal, wo? Da. Oh, cool. War da nicht irgendwas mit Q? Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Oh Gott, vor allem Lüftungsschächte. Ich sage nur Springtrap. Miep? Hallo? Credits. Cool. Isaac? Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Ja, ich lebe noch. Da waren noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Hallo, hier bin ich. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Ja. Yeah. Nutzen Sie die Kartenbildschirm, um Einsatzziele und wichtige Orte zu checken. Ich kann jetzt... Ein Defekt, ja. Gut. Zack, zack. Oh, die Maus ist mir noch ein bisschen zu... hier im Menü geht's ab wie sonst was. Ach Gott, das ist ja... Jetzt muss ich hier im Menü scheiße vorsichtig sein. Aber
das hoch runter ist immer noch ziemlich langsam. Egal. Ich hab's geahnt. Plasma-Energie nehmen wir gerne. Nachladen muss ich nicht. Sarma. Alter. Ich habe nur irgendwo mal was gelesen, man muss den Körperteile abtrennen. Medipack, gut. Speicherstation. Ja. Gut. Aber ich muss in die Richtung, aber da liegt noch was. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Wie ich gesagt habe. Schweige denn. Gut, ich zerlege ihn. Muss ich den überhaupt zerlegen? Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Zerstückeln Sie Gegner, um sie zu verlangsamen. Alles klar. Gut, ich muss da lang. Also gucke ich grundsätzlich mal in die Richtung. Sag ich doch, da liegt doch sogar was. Credits. Komm, ich sehe nicht mal, wie viel Schuss ich noch habe. Gibt's hier kein Ja. Gibt's hier denn kein Inventar oder sowas? Muss ich mir jetzt Gedanken über diese Geräusche machen? Stasemodul? Ja, und wie? Ja, ihr seid gut. Ich hab das aufgehoben, was... Das ist natürlich auch doof. Plasma-Energie. Steuerung ist doch echt für den Arsch. Knoten? Anzug Level 1, Luft 70 Sekunden, alles klar. Ja, wie komme ich denn da oben? Da gibt es doch noch ein paar Tabs, die ich durchgehen kann. Nein, 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 nein. Ja, wie benutze ich denn den Scheiß jetzt? Ja.
Na toll. Jetzt weiß ich wenigstens, wofür Q ist. Wie das funktioniert, sehen wir in der nächsten Folge. Also, gehabt euch wohl und tschüss!